oder so. Und mit Mitch. Mit Mitch so klären. Mit Mitchy. Quatsch. Mitch. Ey, kein Sean Mützel hier, ja, bitte. Ey, du mitsch dich hier schon mal gar nicht ein, Junge. Du bist gefund. Ja, beruhigt euch jetzt mal. Nur weil du Mitch spielen willst hier in der oberen Liga. Liebe Herr Can, aber das ja. Nicht. So geht das nicht. Boah, da kam der Bulle aus ihm. Zum Penner. Glaubst du nicht, dass dir das jetzt nicht monatelang vorgehalten wird? Du Mitch-Gesicht, Alter. Du Mitch-Bubi. Ah, Can, du bist so witzig. Was denn? Er hat mich schon genommen. Digga, du hast mir SMS geschrieben, deswegen. Und. Can. S-C-H-A-N-N. Das war schon lustig, noch ein Stück Dreck, Junge. Oh nee. Check. Weil sonst nochmal zu Sky oder so. Aber wer braucht mal ganz viel Milch? Jerome, obwohl ich bin auch Fahrer, aber wir sind nur zu zweit im Auto. Hey, worauf warten wir jetzt noch? Ja? Nix. Auf niemanden. Nur Christo geht essen holen. Ja, ich mag ganz viele stehen am Boden. Nehmt bitte nicht alles. Okay, passt auf, wenn ihr wenig ist. Haltet euch komplett, aber komplett aus dem Bereich des Casinos fern. Das ist viel zu hohe Unfallgefahr. Ich bin da auch gerade lang gefahren, geht gar nicht. Haltet euch da komplett von fern. Wir müssen davon ausgehen, dass sowohl unser Ansprechpartner als auch die, die wir hops nehmen, niedrigrangige sind. Weil wenn alle auf dieser Party sind, werden wir sowohl eine Leitstelle als auch den Streifenwagen, wenn überhaupt einer unterwegs ist, den wir kriegen, wird niedrigrangig sein. Verstanden? Ja. Wir werden jetzt kolonnenmäßig, unser Auto fährt vor, mit Rick als Fahrer, in euren Outfits werden wir jetzt kolonnenmäßig durch die Stadt fahren und den erstbesten Wagen, den wir sehen, komplett sofort einkreisen. Seht zu, dass ihr dabei seid. Waffen rausholen, die sollen einsteigen. Je nachdem, wie viele es sind, teilen wir die auf die Autos aus. Das wird sich vor Ort dann klären einfach. Machen wir Telefonkonferenz? Wichtig für die Neuen. Es gibt keine Namen, die genannt werden. Es werden absolut keine Namen genannt. Sprecht sie an, wie ihr sie ansprechen müsst. Wenn ihr sie zweimal ansprechen müsst, ist es halt so. Keine Namen. Verstanden. Es wird auch nicht schwer sein, weil die Teams jeweils nur aus 3 oder 4 Personen bestehen. Das heißt, es gibt ein Team Weiß, ein Team Schwarz, ein Team Grau. Wir fahren ja in Kolonne. Und ich glaube, es ist sogar ganz cool, wenn wir hinten fahren, oder? Ja. So Pit-mäßig. Und die Cops erfahren uns eh von hinten. War nicht mehr auf BFs ein? Ah, 3, okay. Ich habe nur 2 gesehen. 3. 3. Ich habe ja das Gefühl, dass wir nicht mal einen Kopf finden werden. Hab ich gerade 2 Streifenwagen gehört, die unterwegs sind. Echt? Oh. Klar, Information ist da. Sehr gut. Ja, hallo. Ey, Wung. Ja. Ich soll dich fragen, ob du, wenn es nach Amsterdam geht, ob du da irgendwie für die dann so eine Shisha oder so bestellst. Denk an die Telefonkette. Eine was? Ne? Geld nicht, Christo telefoniert. Ja, so Frank, er sagt, geht klar, er macht das, er regelt das. Was? Ich hab nichts verstanden, weil wir geredet haben. Ja, ob du nicht dann, wenn es nach Amsterdam geht, da, ob du nicht für die Jungs dann eine Shisha und so bestellen kannst. Den Übersetzer spielen kannst, Dolmetschen. Den Übersetzer? Ja, sag ihm, mein Englisch ist very good. Sag ihm das wohl genauso. Er sagt, mein Englisch ist very good. Dann lachen die? Sie freuen sich. Ja, okay. Bis denn. GG happy. Kuss auf die Hand. Sollen wir jetzt auch losfahren? Klar, die sind doch schon längst weg. Deswegen aber wir wollten doch alle zusammenbleiben. Der Jugular ist weg. Was ist das denn hier? Ah, lass mal hier weiter. Du wusstest doch am Telefon, oder? Yep. Dann frag, wo die sind. Wir fahren jetzt unter der Brücke Richtung LSC, neben Marsbank Tower, wo FHB Tower ist. Wir müssen uns denen anschließen wieder. Cardios vorbei. Sind jetzt auf der Straße Rex am Arcadius vorbei und fahren hoch zum LSC. Sind jetzt am LSC Unterseite. Auf dem LSC-Gelände stehen so 6 bis 8 Leute.
Ponds and Boys, wo ist das denn? Richtung Osten oder Westen? Frank und seine Crew. Wo zum Teufel ist die Stadtverwaltung? Vor uns, oder? Ja, das weiße Gebäude vor uns, ja. Hier links gleich. Weißt ja, du? Genau, links jetzt? Das ist bei dir eingetragen auf dem Navi. Ja. Hier links, genau links. Hier, das ist Stadtverwaltung. Ja, und wo stehen die jetzt? Keine Ahnung, aber Chris vorne hat aufgelegt. Hey, warte, ich höre Sirenen. Ja, kreisen hier irgendwo rum. Kreis nochmal hier einmal rum. Um den Block, ja. Irgendwo, da wird geschossen. Wo? Rechts. Nochmal rechts. Da. Ach du Scheiße. Das sind unsere Leute. Glaub schon. Fahr. Fahr rein da in die Menge. Links vorbei. Sollen wir ballern? Bro, fahr links vorbei. Immer? Ja, ich überlege, was machen wir denn? Fahr links vorbei da. Ich weiß es nicht. Verschaff den Überblick, was da los ist. Fahr irgendwie. Da ist einer von uns. Jugula? Fahr. Helikopter. Bro, fahr, wo der Jugula fährt jetzt. Okay. Da hinten. Ich will wissen, was hier los ist. Das sind unsere Leute. Einer kann hier rein. Einer ist schon in Handschellen. Festgenommen. Fahr weiter. Rechts. Da läuft jemand. Oh. Fahr. Fahr da hinterher. Fahr. Nimm den da hinten mit. Nimm den da hinten mit. Da hinten. Vorne. Da hinten ist ein Weiß. Bro, bitte. Hier links ist der. Hier. Nimm ihn links mit. Links. Steig ein. Ey, steig Verpisst doch ein. Euch. Steig ein. Hinten. Jetzt, Yalla, gib ihn. Die schießen voll auf uns, ne? Nur, dass ihr es wisst. Also, ihr müsst voll auf die ballern. Sind die BFs von uns? Ja. Habt ihr Jan rausgeholt? Nein. Der ist festgenommen. Die haben wieder genau nur Jan, Alter. Kacke, Alter. Ich dachte, du bist Jan. Woher kommen die denn alle? Wir hauen jetzt ab, ja? Ja, Frank? Da sind arsch viele Polizisten. Frank? Ja. Abhauen? Denk dran, wir haben keinen Platz. 25 Autos in der Kolonne mit Jan. Bist du verrückt? Digga, was? Ja, natürlich. Die wollen ihn unbedingt haben. Doch der am meisten bestraft wird. Ja, dann. Muss er geholt werden? Muss Christo geholt werden? Nee, wisst ihr, was wir machen, damit er nicht alles alleine kriegt? Stellen wir uns. Ganz einfach. Ja, aber ohne Waffen, ohne alles. Wir bringen die Waffen weg, genau. Wir treffen uns jetzt mit Sky alle, geben ihm die Waffen und stellen uns anstellen und gehen alle ohne Masken zum PD. Fertig. Okay, Christo, okay. Wir treffen uns am Cage. Hallo. Moin. Hi. Guten Abend. Ah, den mag ich. Das ist sogar ein netter Polizist. Wir wollen uns alle stellen. Hallo, Mr. Percy. Bitte? Wir wollen uns alle stellen. Wie? Gestehen. Schwerkriminelle. Ja, wir wollen uns stellen. Für die gleiche, für diese, einer in Weiß wurde vorhin festgenommen bei einer versuchten Polizeigeiselnahme. Daran waren wir alle, die hier stehen, beteiligt und dafür wollen wir uns stellen. Wir können mit dem Gewissen nicht leben. Ja. Ja. Können das mit uns nicht vereinbaren, dass wir sowas gemacht haben. Und der die ihr erwischt habt, ist auch noch der nichts gemacht hat, der nur hinten im Auto saß. Dazu kommen auch die Feiertage jetzt vor kurzem, das können wir unser Gewissen nicht vereinbaren. Richtig. Ja, keine Ahnung. Ich geh schon mal zum Zellen, ja? Bis gleich. Ist hier noch was frei? Hier ist noch was frei. Ja, die Chef. Was denn? Dame einmal zu mir. Ja, chill ich, die nehme ich. Den Vogel abgeschossen. Hier, durchsuch mich. Na gut, dann geh rein. Oh, erst oh, reingehen. Ja, die Tür ist so spät. Ja, ganz ruhig. Hey. Hey, du drehst ja völlig frei. Hi. Sag dein Dings mal, dass sie einfach dumm sind. Oha. Sie sind Herr. Winkel, Blade, Winkel, Halbkreis. Was geben Sie zu? Ja, ich habe den gleichen Plan verfolgt wie die anderen. Ich saß es nicht in dem Fahrzeug mit, was gestellt wurde, aber ich habe jemanden noch mitgenommen. Du saßt neben Coco, Fluch, das ist für die viel sinnvoller. Ja, genau, weißt du, ja, ich saß, hast, ja, ich saß neben Coco. Ja, das heißt, die haben noch jemanden mitgenommen? Ne. Also, sie saßen mit dem Auto und sind halt mit jemandem. Ja, jemand, der geflüchtet ist, den haben wir noch mitgenommen. Das heißt, aus der Maßnahme rausgerissen.
dreifache Freiheitsberaubung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, okay. Milderungsgrund, sie haben sich freiwillig gestellt. Das heißt, das Strafmaß von $11,200, richtig? Ja, ich hatte noch eine Draganau dabei. Nein, okay, das war's eigentlich. Mach jetzt keine Witze, Digga, wir machen hier schnell los. Ja, ich will schnell los, ja. Ja. So, also Frau Peres könnten wir hochbringen. Mich auch, ich hab auch mal Strafmaß. Ja, wir machen jetzt einmal alle fertig, dann können wir die gleich zusammenbringen, oder? Ich weiß tatsächlich nicht, ob wir noch genug Officer am Dienst haben. Also wir Anderson und ich würden sonst zusammen erstmal Frau Peres hochfahren, dann nochmal wieder runter. Hat Nächsten. Vielleicht jemand eine Zigarette? Ey, wir machen auch nichts. Wir machen auch nichts. Aber wie lange sitze ich jetzt eigentlich? Tagen? 2240 Einheiten. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das... Sag ich dir gleich, was das ist in Zeit, also. Oh, cool. Einen Moment. Kriegt ja mal alles in Hieroglyphen gesagt. Ja. Einmal ein Autogramm unterschreiben, dann darfst du dich umziehen. Oh, muss ich auch noch unterschreiben, dass ich einsitze, geil, kenne ich ja schon. So. Jo, wunderbar, dann darfst du dich umziehen. Mhm. So. So, bis 24.12.15 Uhr. Also, so lange ist das gar nicht. Dann weißt du Bescheid. So lange ist das gar nicht.